Servus Leute und herzlich willkommen hier in Assassin's Creed in Venedig. Wir sind jetzt gerade hier noch auf dem Weg nach Hauptmission zu suchen. Beziehungsweise eigentlich wissen wir ja, wo sie sind, aber irgendwie wissen wir nicht genau, wo der Typ steht, der uns sie gibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Kiste gefunden, die auch nicht schlecht ist. Da hinten ist noch sogar eine Feder, die nehmen wir auch noch gleich mit, ist ja wohl logisch. Muss sein. Ich finde diese Federn find ich eigentlich echt chillig. Die, ich meine, ich glaube, ich werde niemals alle finden. Aber egal. Irgendwas kriegt man dann wahrscheinlich oder so, ne? Oder die Mutter wird wieder gesund oder keine Ahnung genau. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal hier weiter. Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Okay, sehr gut, dann machen wir das auf jeden Fall auch noch. Ich muss nur eben einmal nochmal cutten, sorry. So, und natürlich akzeptieren wir natürlich hier die Mission. Das heißt, wir müssen jetzt die Rüstung klauen und die dann hier hinschiffen, damit wir schön in die Festung reinkommen. Ist natürlich eigentlich gar kein schlechter Plan. Und insofern werden wir den auch natürlich unterstützen. Denn wir sind ja mit dem, also wir haben zwar, wie war das, was sind das eigentlich? Das sind die Diebe, oder? Glaube ich zumindest, dass es die Diebe sind. Oder habe ich da was komplett falsch verstanden? Nee, ich glaube nicht. Und diese Diebe sind halt, die wollen halt auch in den Palast. Ich hatte ja auch gesagt, irgendwie sowas von wegen, wir haben zwar unterschiedliche Gründe, warum wir das machen, aber wir haben das gleiche Ziel sozusagen. Denn die wollen in den Palast, ich will in den Palast. Und insofern, ja, arbeiten wir jetzt erstmal ein bisschen zusammen und ich bin jetzt mal gespannt. Ah, ich muss die Sachen da wieder rausklauen, oder was? Wo sind denn die? Da sind jetzt wahrscheinlich wieder zig Wachen rum, oder? Kann ich nicht einfach dahinter gehen? Ne, hat nicht so gut geklappt. Na egal, dafür hat das gut geklappt. Und das hier? Okay, das ist jetzt nicht mehr so gut. Wobei, doch eigentlich. Oh, war in Ordnung, würde ich behaupten. Man kann nie alles kriegen. So. Was labert denn der immer? Irgendwas Interessantes, oder? Sag mal. Okay, jetzt geht's los hier. Du gehst jetzt sterben, guter Mann. Erstmal geht jetzt der drauf hier. Dann kriegt der noch mal was auf die Weichteile. Der Kleine mit seinem komischen Stöckchen da in der Hand, Alter. Der macht gleich einen auf Abracadabra, ey. So. Jetzt müssen wir eben noch die Sachen... Ach nee, jetzt raube ich den aus. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Nein, ich will die Truhe ausrauben. Dankeschön, Mensch. So, sehr schön. Ich muss eigentlich, rein theoretisch, müsste ich auch mal wieder nach Hause. Also zu Onkel Mario, denn die Kiste da ist ja schon ziemlich gefüllt. Und ja, insofern muss ich irgendwann auch noch mal nach Hause hier zwischendurch. Aber gut, jetzt werde ich erstmal diese Mission hier noch machen. Ist ja ganz klar, dass ich jetzt nicht in der Mission abbreche. Denn so ein bisschen weiterkommen wollen wir ja auch. Und ich will natürlich hier noch andere Sachen bekommen und so weiter und so fort. Da willst du runterspringen? Genau. Nein, 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 halt dich fest. Scheiße. Das war knapp, würde ich behaupten. Na gut, er sollte eigentlich nicht so weit springen, aber... Naja, er kann es halt leider so gut. Alter, der springt jetzt schon wieder fast darüber.
Na gut. Ach, da unten ist es ja sogar schon. Dieser Sprung war sowas von logisch. Komme ich da nicht ran? Schade. Nee, ich glaube, ich komme an keinen ran, ne? Nee. Na gut, das war jetzt aber trotzdem dafür, dass es nur 4 Leute waren. Ganz in Ordnung, dass wir schon 2 erwischt haben. Und der ist auch schon weg. Und der hat keine Lust mehr. Insofern interessiert es mich auch nicht. So, schnell das Ding ausrauben. Und dann nichts wie weg hier, denn ich glaube, dann kriegen wir wieder Probleme, wenn wir jetzt hier zu lange sind. Würde ich mal behaupten. Ich muss eine Sache mal kurz nachgucken. Moment mal. Mir kommt der Ton so sehr verdächtig laut vor. Passt alles. Nun gut. Dann ist es Einbildung. Was anderes kann es ja dann fast nicht mehr sein. So, wo ist denn jetzt hier noch dieses fette Plakat? Warum hängen die das überhaupt so ganz oben auf in so einen Schrott? Da guckt doch kein Mensch hin. Das wäre viel logischer auf der Straße oder so. Nee, du bist tot. Siehst du doch. Sehr schön. So, der hat mir nämlich Leben abgezogen, der Depp. Du hast mir Leben abgezogen. Nun gut. Und jetzt haben wir schon alles geschafft. Jetzt muss ich nur noch ein Boot stehlen. Daran soll es eigentlich auch nicht scheitern, würde ich behaupten. Ich muss nur eins finden. Daran wird es scheitern, vermutlich. Kann ich da hochklettern? Ja, klaro. Und da haben wir doch schon ein Boot. Ach nee, das ist aber nur so. Ach doch, das ist ein richtiges. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. 100 Meter ab jetzt. Ja gut, werden wir auch noch schaffen. Ich habe nur echt immer beim Bootfahren, habe ich echt immer derbe Angst, dass der wieder kommt, der PC. Also bisher ist es ja noch, bisher ist alles gut gegangen. Muss man auch mal sagen, glücklicherweise. Aber ich habe echt Angst, dass der dann halt kommt, so, ey, wolltest da noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Also von wegen, ich weiß nicht, die meisten, die werden es kennen, oder? Die Anzeige da von wegen so, blabiblub, hier. Und ein Schrott. Oh shit, ich bin ein bisschen gesucht, ne? Ah, ich muss das Boot stehlen. Darf ich nicht irgendein Boot stehlen? Na gut, okay. Dann muss ich jetzt hier halt auch noch ein paar Typen umbringen. Und tschüss. Lern mal zielen, guter Mann. So, und den mag ich auch nicht. Der hat mir auch Leben abgezogen. Oh, okay. Nicht nett, aber muss sein. Jetzt stehe ich noch eben das Boot hier. Warum muss ich das Boot nehmen? Was ist daran so besonders? Kapier ich nicht genau. Aber egal, ist wahrscheinlich ein besonders schönes Boot. Ne, sieht doch genauso aus, oder? Ah, ne, es ist schon anders, immerhin. Ah, jetzt bin ich auch noch falsche Richtung Was mache ich denn hier? Gesegelt kann man nicht sagen, geschwommen kann man auch nicht sagen. Ja, doch, geschwommen. Ja, okay, das kann man sagen. Insofern gut. Da vorne müssen wir nur hin. Auch schnell erreicht. Und dann bringen wir ihm die schöne, lang ersehnte, vermutlich mal, Rüstung. So. Kann er doch zufrieden mit mir sein. Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. Okay, gut. Bitteschön. Gern geschehen. Ich bin doch immer nett. Was kann ich hier nicht kaufen? Da kann ich nur irgendwo schnell hinreisen. Und wisst ihr was? Ich guck mal eben nach, wie viel das so kostet, wo ich hinkommen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Wie kostet denn das? Oder kostet es gar nichts? Da muss ich auf jeden Fall auch noch mal hin. Weil da gab es ja noch, da gab es noch so eine Rune. Aber erstmal gehe ich da hin. Es kostet 100. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir nächstes Mal. Denn der Part ist schon wieder um. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal, bevor wir dann hier zu Antonio gehen, gehen wir nochmal eben nach Hause, um ein bisschen Geld abzuholen und ein bisschen was zu bauen vielleicht noch. Also nochmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!